Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man ein Eckventil montieren und somit dann auch in der Küche bzw. unter dem Waschbecken richtig mit Hanf, Teflonband oder auch selbstdichtend einbauen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Meine entsprechende Wasserzuleitung ist abgesperrt, die Hahnverlängerung bzw. der Anschluss ist auch etwa bündig mit den Fliesen und das Gewinde ist natürlich auch sauber. Falls nicht, dann einfach mal mit dem Finger noch alte Verschmutzungen bzw. Hanfreste entfernen und danach können wir nämlich auch schon unser Eckventil entweder mit oder ohne Dichtungsring richtig installieren. Ich beginne jetzt mal mit dem Modell, was keinen Dichtungsring besitzt, also nicht selbstdichtend ist, und hier haben wir eigentlich im Großen und Ganzen zwei Möglichkeiten, das sauber abzudichten, entweder mit Hanf oder auch mit Teflonband. Ich persönlich habe hier die Meinung, dass ich Teflonband auf jeden Fall nicht weiterempfehlen würde, da Teflonband zwar beim Reindrehen alles komplett dicht macht, aber das Problem ist, wenn wir das Eckventil anschließend zum Beispiel etwas zu weit gedreht haben und wieder leicht zurückdrehen möchten, dann kann es bei dem Teflonband auf jeden Fall der Fall sein, dass es undicht wird. Das Problem haben wir bei Hanf nicht, da können wir auch gerne etwas zurückdrehen. Wenn du natürlich trotzdem das Ganze mit Teflonband abdichten möchtest, dann gibt es hierfür auch wieder ein extra Video auf meinem Kanal. Zum Einhanfen muss das Gewinde vorne auf jeden Fall aufgeraut sein und in meinem Fall hat das die Firma Schell glücklicherweise schon erledigt. Wenn nicht, also wenn das Gewinde hier noch glatt ist, dann am besten mal ein Sägeblatt verwenden und das wirklich schön gewindeübergreifend machen. Im nächsten Schritt unbedingt die blaue Schutzfolie von unserer Rosette mal entfernen, denn diese müssen wir jetzt unbedingt davor richtig rum noch auf unser Eckventil draufgeben. Das ist wieder der klassische Fehler, den man leider oft genug im Leben macht. Als nächstes müssen wir uns etwas Hanf abreißen. Bei der Gewindegröße sollten normalerweise ca. 20 cm auf jeden Fall ausreichen und ich gehe dann gerne auch nochmal mit den Fingern hier so leicht drüber, dass wir auch irgendwelche Verknotungen schön entfernen können. Nun geht es darum, den Hanf in Gewinderichtung auf unser Gewinde aufzuwickeln. Hierfür nehme ich gerne das Ende von meinem Hanf, halte es in der linken Hand fest. Ich bin übrigens Rechtshänder und dann gebe ich den Hanf nämlich hier um meinen Daumen noch etwas rum und kann somit auch schön vorne beginnen, das Ganze einmal rumzuwickeln. Hier würde ich noch auf jeden Fall darauf achten, dass wir den ersten Gewindegang auf jeden Fall freilassen. Dadurch können wir das Eckventil im Nachhinein leichter eindrehen. Und wenn wir ein, zwei Umdrehungen gemacht haben, dann nehme ich mir noch die andere Hälfte, wo ich ja gerade noch festgehalten habe, ziehe das Ganze schön straff und kann somit dann auch den Rest auf mein Eckventil draufwickeln. Hier gilt auf jeden Fall, Übung macht den Meister. Bei mir hat das am Anfang auch nicht so schnell geklappt. Und wenn es dann in etwas so ausschaut, dann nehmen wir mal noch eine Drahtbürste zur Hand und bürsten unseren Hanf jetzt in Gewinderichtung in unsere Gewindegänge hinein. Im letzten Schritt geben wir noch etwas Fermit auf das Gewinde drauf. Das ist einfach eine spezielle Gewindedichtungspaste und das können wir jetzt auch im Uhrzeigersinn richtig mit den Fingern auftragen und somit haben wir unser erstes Ventil auch schon richtig vorbereitet. Bei der selbstdichtenden Variante geht das Vorbereiten auf jeden Fall schneller, denn hier müssen wir wieder unsere Rosette ohne der Schutzfolie dementsprechend richtig rum auftragen und danach am besten noch etwas spezielles Fermit hier vorne auf diesen Dichtungsring draufgeben. Das hat einfach den Sinn, dass wir dadurch das Eckventil deutlich leichter eindrehen können. Anschließend funktioniert das Reinschrauben bei beiden Modellen relativ ähnlich. Zuerst einmal sollten wir es per Hand gerade ansetzen und schauen, dass unser Gewinde auf jeden Fall richtig packt. Bei mir ist das jetzt schon geschehen und jetzt kann ich mal per Hand noch so weit das Ganze reindrehen, bis es nicht mehr weiter geht. Und anschließend müssen wir entweder wieder unsere Armaturenzange zur Hand nehmen oder den entsprechenden Gabelschlüssel. Wir können jetzt auch schön sehen, dass ich mit meinem 17er Gabelschlüssel leider nicht mehr weiterdrehen kann, da mir natürlich was anderes von dem Waschbecken im Weg ist. Und hier noch ein kleiner Tipp. Normalerweise ist beim Kauf von so einem Eckventil immer so eine Kappe noch mit dabei. Die habe ich jetzt ordentlich im Uhrzeigersinn auf dem Gewinde festgedreht. Und jetzt kann ich mir mal noch einen 19er Gabelschlüssel zur Hand nehmen und diesen hier vorne aufsetzen und somit das Eckventil wieder dementsprechend weiterdrehen, bis ich mit meinem 17er Gabelschlüssel von der anderen Seite wieder schön hinkomme. Die optimale Position von dem Eckventil ist, wenn der Anschluss für die Armatur relativ senkrecht nach oben schaut. Bei mir sollte das auf jeden Fall passen und laut meinem damaligen Meister reicht es bei Hanf auch aus, wenn 2 bis 3 Gewindegänge auf jeden Fall komplett in unserer Hahnverlängerung verschwunden sind. Dann sollte es auf jeden Fall dicht sein. Laut der Firma Schell ist eigentlich bei dem selbstdichtenden Modell nur wichtig, dass dieser Gummiring auch komplett in der Hahnverlängerung verschwunden ist, und laut der Firma kann man das Ganze auch um 180 Grad wieder zurückdrehen, ohne dass es undicht wird. Ähnlich wie bei Hanf auch. Nun können wir unsere provisorische Einschraubhilfe einmal von dem Eckventil wieder runternehmen und anschließend unseren Flexschlauch auch wieder daran festmachen. Wichtig ist, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass auch die Gummidichtung noch ordentlich vorhanden ist, und dann reicht es aus, wenn wir es erst einmal per Hand an dem Gewinde schön festschrauben. Danach den Flexschlauch oben mit der Wasserpumpenzange festhalten und unten mit der Armaturenzange bzw. dem Gabelschlüssel festdrehen. Das hat jetzt nämlich einfach den Sinn, dass sich unser Flexschlauch oben nicht verdrehen kann. Als nächstes achten wir darauf, dass unsere Armatur und auch unser Eckventil ganz geöffnet sind. Und nun drehe ich mein Schrägsinnsventil wieder langsam gegen den Uhrzeigersinn auf, so dass sich die Rohrleitung gleichmäßig mit Wasser auffüllt. Zum Schluss kann ich übrigens noch den Hinweis geben, dass, wenn das Ventil ganz geöffnet ist, dass wir es wieder circa eine halbe Umdrehung zurückdrehen. Das hat jetzt einfach den Sinn, dass sich das Ventil nicht so schnell festfressen kann und einfach länger gängig bleibt. Denselben Trick können wir übrigens auch bei unserem neu eingebauten Ventil jetzt super anwenden. Beim Eckventil kann gleichzeitig übrigens auch gerne eine zweite Person noch alles kontrollieren, und wenn man mit den Fingern keine Undichtigkeit feststellen kann, dann gerne noch die Armatur einmal dementsprechend schließen und erneut mit den Fingern tasten, ob alles auch dicht ist. Bei mir schaut es super aus, weswegen ich die Rosette mit gutem Gewissen an die Wand schieben kann und somit auch ein Eckventil richtig montiert habe. Wenn ihr für zu Hause jetzt übrigens ein neues Eckventil, eine Armaturenzange oder auch gleich Hanf bzw. Fermit zulegen möchtest, dann am besten mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den Produkten von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.